Dafür, dass das Produkt teurer ist und dafür, dass da auch noch weniger drin ist, riecht es definitiv nicht wie Thunfisch. Da muss ich bin ehrlich, ich habe mehr erwartet gerade. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Letztens habe ich einen veganen Haul gemacht und habe die Lachsprodukte im zweiten Schritt, nämlich in der Verkostung, nochmal unter die Lupe genommen. Also, falls euch einmal die veganen Lachsprodukte interessieren und wie sie schmecken, dürft ihr auf jeden Fall sehr gerne auf dieses i oder auf dieses i irgendwo hier oben gerne mal auf dieses i klicken und euch das Video auch gerne anschauen, falls es auch interessiert. Und ansonsten, ja, werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal den Haul verlinken. Da habe ich nämlich ganz viele vegane Sachen geshoppt. Falls ihr mögt, dürft ihr da auf jeden Fall auch sehr gerne vorbeischauen. Das werde ich, glaube ich, einfach jetzt an dieser Stelle mal da oder da irgendwo auf dem i verlinken. In genau diesem veganen Haul habe ich mir nämlich auch ein paar Thunfischprodukte gekauft. Dieser Thunfisch wird ja gerade krass gehypt und ich habe bisher nur positive Sachen gehört. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich liebe Thunfisch und deswegen bin ich sehr gespannt, ob das hier an Thunfisch rankommen kann. Ich bin sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Das Produkt wirkt aber auf jeden Fall so, als wäre es fürs Brot geeignet, zum Schmieren, als wäre es eine fertige Thunfischcreme und deswegen habe ich da tatsächlich sogar noch weniger Skepsis als bei dem nächsten Produkt. Dieses Produkt, liebe Leute, das Produkt ist nämlich von Vegans und das ist tatsächlich Thunfischersatz in vegan aus der Dose. Eine Thunfisch-Alternative aus Erbsenprotein in Sonnenblumenöl. Hand aufs Herz, ich bin krass skeptisch, gerade weil es wirklich Thunfisch darstellen soll und nicht einfach eine Creme, wo es so ein bisschen untergemischt ist. Wobei ich mir jetzt gerade, wenn ich das hier ansehe, ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine richtige Thunfischcreme oder auch Thunfisch darstellen soll. Also werden es auf jeden Fall ja gleich sowieso verkosten. Beide Produkte sind auf jeden Fall nicht günstig gewesen. Dieses Produkt von Garden Gourmet kostet 4,29 Euro und dieses Produkt hier von Vegans kostet sogar 4,49 Euro. Vom persönlichen Preisempfinden, Leute, ich habe noch nicht geguckt, wie viel denn das Gewicht von dem reinen Produkt ist, aber vom persönlichen Greifen des Produktes dachte ich mir so, ich habe hier, glaube ich, mehr bezahlt und weniger drin als bei diesem Produkt. 140 Gramm. 175 Gramm. Preis-Leistung ist bei diesem Produkt auf jeden Fall schon mal besser. Aber gerade bei solchen Ersatzprodukten finde ich persönlich, muss der Geschmack halt stimmen. Schauen wir uns den also mal genauer an. Oh, es hat geploppt. Es ist so befriedigend, wenn es ploppt, Leute. Mir kommt ein krasser Thunfischgeruch entgegen. Wie gut sind bitte die veganen Fischprodukte? Ich muss echt sagen, ich hatte tatsächlich bei den veganen Fischprodukten noch größere Zweifel als bei den Fleischprodukten. Ich finde, Fleischprodukte kriegt man in vegan richtig, richtig gut hin, aber bei den Fischprodukten dachte ich mir so, ich bin sehr skeptisch. Geruchstechnisch auf jeden Fall schon mal völlig zu Unrecht. Auch die Lachsvariation fand ich ja das letzte Mal richtig, richtig gut. Okay, Leute, das sieht einfach wie Thunfisch aus. Optiktest bestanden, Geruchstest auf jeden Fall bestanden. Ich muss nochmal. Geht auf jeden Fall krass in die Thunfischrichtung. Ich würde sagen, Leute, dafür, dass es kein Thunfisch ist, Hut ab, richtig, richtig gut. Ich finde, der Lachs ist tatsächlich minimal authentischer, aber ich finde, das ist auch schon sehr, sehr, sehr authentisch. Also wenn ich jetzt vegan wäre, Leute, und ich hätte krass Bock auf Thunfisch, ich vermisse den Geschmack total. Doch, safe, also definitiv kann man sich kaufen. Ich muss nochmal probieren. Im Vergleich zu den Lachsprodukten würde ich, glaube ich, sagen, die Lachsprodukte würden auf jeden Fall 5,0 bekommen. Bei dem würde ich jetzt sagen, so wirklich im direkten Lachsprodukte-Vergleich würde ich dem, glaube ich, eine 4,9 geben. Also so wirklich 0,1 irgendwie. Weil ich finde, so von der Authentizität verglichen mit dem Lachsprodukt fand ich Lachs sogar noch authentischer. Leute, das ist auf jeden Fall ein krass guter Thunfischersatz. Also das irgendwie auf eine Pizza oder einen Salat drauf, geruchlich merkt das auf jeden Fall schon mal niemand. Würde ich das merken, wenn ich das jetzt nicht wüsste? Ich glaube, wenn man lange keinen Thunfisch gegessen hat, dann würde man dem Produkt sofort abkaufen, dass es Thunfisch ist. Aber ich finde wirklich dieses 0,1, was ich da abgezogen habe, weil das Produkt tatsächlich auch schon sehr fischig riecht, auch schon fischig im Geschmack ist, aber da kommt so ein ganz kleines bisschen so in der Unternote auf jeden Fall Pflanzenprotein durch. Das ist überhaupt nicht schlimm, Leute. Es ist richtig, richtig lecker. Also wie gesagt, ich snack das auch jetzt gerade die ganze Zeit, merkt ihr ja auch schon. Ich finde es richtig gut. Ich würde es selbst halt safe nicht besser hinkriegen. Ich wüsste auch nicht mal, was ich darin jetzt irgendwie verändern würde. Wirklich jetzt diese 4,9, das ist jetzt wirklich meckern auf allerhöchstem Niveau. Das kommt krass an das Original ran, Leute. Aber ihr wisst, ich bin skeptisch von Natur aus. Ich muss ein bisschen potenzielle Kritikpunkte suchen, aber ganz ehrlich, hardcore krasse Empfehlung, wenn ihr Thunfisch mögt und vegan seid. Definitiv. Kommen wir zu diesem veganen Produkt, liebe Leute. Mal gucken, ob dieses Produkt höher als 4,9 kommt bei mir. Ihr habt schon gemerkt, ich bin krass anspruchsvoll, Leute. Das bin ich definitiv auch gerade bei so veganen Produkten. Deswegen ist eine 4,9 schon krass gut. Ich bin gespannt. Also das ist natürlich jetzt absolut authentisch in dieser Dose, ne? Muss man an dieser Stelle sagen. Mir kommt noch kein Thunfischgeruch entgegen. Ich mache das nicht im Stehen, Moment. Die Dose ist offen, ich habe noch nicht geschnuppert. Es ist noch kein krasser Geruch entgegengekommen. Ich zeige euch das erstmal.
So sieht das Ganze aus. Okay. Dafür, dass das Produkt teurer ist und dafür, dass da auch noch weniger drin ist, riecht es definitiv nicht wie Thunfisch. Da muss ich bin ehrlich, ich habe mehr erwartet gerade. Also so hart, wie mich die andere Thunfischdose da gerade begeistert hat. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Ich meine, wir werden jetzt unvoreingenommen an die Sache rangehen, aber ich habe tatsächlich gedacht, dass der vielleicht sogar noch einen Tick besser wird. Und jetzt gerade sehe ich es nicht. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein stolzer Preis. Also ich zeige euch mal kurz die Konsistenz. Ich finde, optisch ist tatsächlich das andere bisher ansprechender gewesen. Auch wenn ich eigentlich Vegans echt gern habe. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt irgendwie geschmacklich dafür voll die Explosion ist. Moment. Es schmeckt lecker, es schmeckt sehr aromatisch. Ich glaube, hier ist auch sehr viel Öl drin. 19 Gramm pro 100, ja. Es schmeckt sehr Umami-mäßig, aber ich bin ehrlich mit euch, ich würde dem von Vegans eine Note von 4 von 5 Sternen geben. Ich finde, bei dem merkt man tatsächlich, dass es kein Thunfisch ist. Es ist irgendetwas anderes, was super, super lecker ist, was so ein bisschen Umami-Geschmack dabei hat. Man merkt es auf jeden Fall an der Konsistenz, dass es Pflanzenprotein ist. Auch dafür, dass der Preis deutlich höher ist, dass die Menge auf jeden Fall niedriger ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, es schmeckt lecker, aber ich finde tatsächlich den Preis zu hoch dafür, sage ich euch ganz ehrlich. Und das sage ich, obwohl ich die Marke eigentlich echt feiere. Da hat Garden Gourmet auf jeden Fall einen deutlich besseren Job hinbekommen. Also das ist auf jeden Fall hier mein Thunfisch-Sieger, Leute. Ich habe nicht erwartet, dass etwas so authentisch wie Thunfisch schmecken kann. Also wirklich, das hier ist auf jeden Fall mein Favorit. Das haben mir tatsächlich auch sehr, sehr, sehr viele gesagt, dass sie genau diesen Thunfisch hier feiern. Verstehe ich zu 100%, Leute. Den kann ich euch also super, super krass empfehlen, wenn ihr unbedingt so einen Thunfischgeschmack haben wollt. Und bei dem würde ich sagen, wenn ihr offen für einen neuen Geschmack seid, der so ein bisschen in die Thunfisch-Richtung geht, ist das auf jeden Fall auch ein super Produkt. Das ist super, super lecker. Kann ich euch sehr empfehlen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall authentischer. Das ist preis-leistungstechnisch deutlich, deutlich besser. Und da, also ja, das hier ist auf jeden Fall mein Sieger, Leute. Was nicht bedeutet, dass ich diesen Thunfisch hier jetzt nicht auch snacken werde. Aber man merkt halt auf jeden Fall das Pflanzenprotein daraus. Vielen lieben Dank euch erstmal fürs Zuschauen, liebe Leute. Falls euch das Video gefallen hat, ihr dürft mich sehr gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr dürft dem Video auch sehr gerne einen Daumen nach oben geben und ich freue mich auch immer über jeden Kommentar. Wärt ihr bereit, so viel Geld für eine Thunfisch-Alternative auszugeben? Und wenn ja, für welches Produkt würdet ihr euch entscheiden? Habt ihr vielleicht sogar schon mal eins der beiden ausprobiert oder sogar beide? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen super schönen sonnigen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.